Das ist eine neue Ausgabe vom One-on-One auf Sportal HD. Und heute ist eine Frau zu Gast, die ihrer Sportart während 7,5 Minuten so viel Schmerzen muss ertragen, dass sie am Schluss gemäss eigener Aussage wie gelähmt ist vor Schmerzen. Und das macht sie alles noch freiwillig. Es ist das die Ruderweltmeisterin Janine Gmelin. Janine, schön bist du da. Danke vielmals. Du hast auf deiner Homepage, nimmst du uns ein bisschen mit in deine Welt als Ruderin. Ich würde gerne mit dir ein paar Textpassagen durchgehen. Angefangen mit der, wo du schreibst, Rudern war einst ein Hobby, dann Leidenschaft und unterdessen ist es mein Beruf. Ist ja schon mal angefangen beim Wort Hobby, ist ja eher ein außergewöhnliches Hobby für ein Mädchen im Teenageralter, so wie es dazukommt. Ja, das ist natürlich außergewöhnlich im Sinne von dem, dass Rudern in der Schweiz einen anderen Stellenwert hat als beispielsweise im Ausland. Wenn ich jemandem da sage, ich tue Rudern, die meisten, was ist das genau? Und von dem her ist es dort ein bisschen speziell. Sonst würde ich sagen, ja, es ist ein schöner Sport. Und ich habe ihn eigentlich kennengelernt, weil ich am See aufgewachsen bin. Am Griffensee bin ich eigentlich als Kind zusammen mit meinen Geschwistern und mit meiner Familie zu jeder Jahreszeit gewesen, Winter, Sommer. Und wir sind wirklich sehr viel draußen gewesen, sehr viel am See und haben halt Ruder durch das immer wieder können beobachten und sehen. Und so bin ich zu dem Hobby gekommen in dem Sinn. Und wie oder wann hast du gemerkt, dass aus dem Hobby eine Leidenschaft ist, wird? Oder warum ist es eine Leidenschaft geworden? Was gefällt dir so sehr daran? Ja, am Anfang muss ich sagen, eben, es hat mich nicht, also ich habe es cool gefunden. Ich habe gefunden, ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen, aber es hat mich nicht vom ersten Moment abgepackt. Und dann sind aber relativ bald auf nationaler Ebene der Erfolg gekommen. Und irgendwie habe ich gefunden, ja, das ist noch lässig wirklich. Und habe es immer ein bisschen weitergezogen. Und dann so wirklich zur Leidenschaft ist es erst geworden, als ich so den Übergang eigentlich hatte zwischen Juniorenzeit und dann U23 Alter, respektive Übertritt auch in die Elite, wo ich mir auch sehr genau musste überlegen, wie will ich den Rudersport weiterführen, weil ich einfach gewusst habe, ja, wenn ich es wirklich professionell machen will, dann muss ich grundsätzlich eine Entscheidung treffen, wie das in dem Sinn ganz organisiert wird, also wie ich das organisiere, von Finanzierung und so weiter, über dem Sinn, was ich arbeite, wie viel ich arbeite und so. Und dort hat nachher so ein bisschen die Transformation von zuerst Hobby, dann Leidenschaft und irgendwann Beruf, eigentlich so ist das zustande gekommen. Über beim Stichwort Leidenschaft kommen wir zum nächsten Zitat. Das Zusammenspiel von Ausdauer, Kraft, Technik und mentalen Skills ist einzigartig. Das ist das, was für dich ausmacht. Jetzt Ausdauer, Kraft, das kennt man so ein bisschen von anderen Sportarten oder auch beim Rudern. Ist klar, dass das braucht. Was einem ein bisschen weniger vielleicht auffällt, wenn man es von außen zuschaut, ist Technik. Wie viel Zeit musst du in ein Techniktraining investieren, vergleichsweise eben mit Kraft und Ausdauer? Ja, in dem Sinn haben wir es gut, dass wir Technik an sich, können wir bei jeder Ausfahrt, die wir auf dem Boot machen, können wir eigentlich die technische Komponente auch gleichzeitig mit der Ausdauerkomponente kombinieren. Also es ist wie so ein Zusammenspiel auch von diesen beiden. Mhm. Und in dem Sinn müssen wir nicht spezifisch irgendwie jeden Tag so und so viel Zeit in rein technische Übungen investieren. Aber man kann natürlich so ein bisschen die technischen Sachen beispielsweise ins Warm-up integrieren, weil man dann, ich sage jetzt mal so vom Kopf her, noch relativ frisch ist, noch nicht so müde und auch körperlich noch nicht so erschöpft wie irgendwie gegen das Ende des Trainings. Und das machen wir eigentlich auch so, dass wir wirklich im Warm-up spezifische Übungen einbauen, wo wir wissen, das hilft uns für den technischen Punkt XY. Und so versuchen wir das eigentlich so gut wie es geht, ins normale Training einzubauen und einfließen zu lassen. Das ist ja einerseits Koordination von Beinen mit Arm, Rumpf und so weiter, dann aber auch das Ruder. In welchem Winkel tut man das eintauchen? Wie weit runter? Wie lang ist ein Zug? Gibt es da immer Verbesserungspotenzial? Oder wie merkt man, wenn, eben, du hast ja mal geschrieben, du bist stetig auf der Suche nach einem perfekten Zug. Gibt es den überhaupt? Da kann man sich da immer verbessern? Den gibt es nur bedingt. Es gibt immer so wie eine Stufe. Man erreicht eine Stufe und dann würde ich sagen, oder bei mir ist es so, eine Stufe, wo ich sage, ja, jetzt gefällt mir der Schlag, so wie ich ihn ausführe und so wie er sich für mich anfühlt, gut. Und ich eben das sagen, spürst du dann, wie es vorwärts geht? Ja, das ist wie so, das ist ein Moment, wo vielleicht manchmal dauert er eine Woche, manchmal dauert er drei Wochen, manchmal nur ein, zwei Tage. Und es ist auch eigentlich jeden Tag ein bisschen anders. Also es ist nie, habe ich genau den gleichen Schlag, das Gefühl, da ist jetzt der ist so gewesen, der nächste ist wieder genau so, sondern das verändert sich echt stetig. Und den perfekten Schlag wird man nie erreichen, weil ich trainiere ja und durch das verändert sich mein Körper. Also wenn ich Krafttraining mache, wachsen meine Muskeln, nehme ich an Muskulatur zu, mein Körper verändert sich, wenn ich mehr Ausdauer mache, werde ich fitter und so weiter. Also es ist etwas, das ist wie so die ganze Zeit im Wechselspiel und entsprechend tut sich das auch auf Technik auswirken. Und insofern
erreiche ich immer ein gewisses Level an, ich sage jetzt mal, perfekten Schlägen. Und dann geht es aber wieder weiter, weil ich auch weiter trainiere und mich weiterentwickle. Und das ist eben eigentlich auch eine Faszination, dass ich weiss, ich kann das gar nicht erreichen, aber der Reiz, um dann möglichst schnell zu suchen, zumindest, genau. Genau, das ist, ja, der ist gross. Der vierte Punkt, den du dort aufgehört hast, mentale Skills, stelle ich mir vor, das ist auch sehr wichtig. Wenn sind die vor allem gefragt, ist es vor dem Rennen, während dem Rennen und wie trainiert man so etwas? Ja, mentale Stärke ist eigentlich nicht nur am Wettkampf oder im Rennen gefragt. Dann speziell, weil dann geht es darum, wie kann man mit den Schmerzen umgehen. Aber es geht auch darum, dass man halt Sachen, die im Training vielleicht nicht klappen und so weiter und so fort oder im Alltag eigentlich ja, kann man sich in dem Sinn mit den mentalen Skills befassen. Und wenn man es erst mal in dem Sinn Basics beherrscht, dann kann man anfangen, auf dem aufbauen. Und das ist etwas, wo eigentlich eben im Kleinen anfängt. Also im Training muss es klappen, dass es auch im Wettkampf klappt, weil dort ist man unter so einer Stress- und Drucksituation, dass es 10-mal schwieriger ist, den mentalen Bereich so abzurufen, wie man es eigentlich will. Gehen wir ins Rennen rein. Du schreibst auf deiner Homepage beim Start von einer Spannung, die mich umgibt, im Wissen um die vielen Schmerzen, in die ich mich gleich begeben werde. Spürst du beim Start schon, ob das heute besonders schmerzvoll wird oder ob es einigermaßen besser ist, oder ist der Schmerz einfach immer gleich? Da musst du durch, egal was kommt. Nein, der ist nicht immer gleich. Und man merkt auch nicht gerade beim ersten Startschlag, sondern eigentlich fängt es so nach etwa einem Viertel vom Rennen fängt man an, merkt jetzt, fängt es an wehtun. Und dann geht es eigentlich darum, mit dem umzugehen. Und je mehr, dass man es schafft, sich auf Sachen zu konzentrieren, die nichts mit dem Schmerz zu tun haben. Also beispielsweise habe ich einen Rennplan, wo ich genau weiss, bei 500 Metern mache ich den und den Punkt oder habe ich die und die, den Sprint oder was auch immer. Und insofern helfen die Punkte, um mich ablenken von den Schmerzen. Ja. Und das ist etwas, das klingt sehr einfach. Eben, kann nicht, ich sagen, nicht an Schmerz denken oder nicht sich mit dem Schmerz befassen. Er ist ja da, ausblenden. Im Moment bleiben. Aber das ist so etwas Schwieriges. Also das ist wirklich etwas, das habe ich viel daran geschafft und das habe ich extrem müssen lernen. Aber unterdessen würde ich sagen, ja, klappt das meistens relativ gut. Der Rennplan, den du gerade angesprochen hast, wie erlebt man so etwas fest? Ist der unterschiedlich je nach Wettkampf? Gibt es wie man das aus der Leichtathletik kennt bei Weltmeister zum Beispiel taktische Rennen, wo eher langsam sind und eben wo man taktisch ist, wie leistet so etwas fest und nach welchen Kriterien? Also es hat einerseits sicher mal den Aspekt von dem, ist das jetzt ein Final, ist das ein Halbfinal oder ist das nur ein Vorlauf? Und dort fängt so ein bisschen die erste taktische Komponente an. Aber der Plan an sich, so wie ich ihn durchziehe, ist eigentlich bei jedem Rennen genau gleich. Es gibt einfach eben, beispielsweise im Vorlauf muss ich jetzt nicht mehr oder nicht mehr immer so intensiv fahren wie und dann beispielsweise im Final, wo es wirklich einfach um alles oder nichts geht. Aber sonst, im Großen und Ganzen ist der Plan eigentlich immer gleich. Egal, wie das Bedingungen sind, egal, was ich für Gegnerinnen habe. Also es ist wirklich, es ist mein Rennplan und ich passe den eigentlich nur sehr bedingt an, mit sehr feinen Veränderungen. Und ich fahre jedes Rennen in dem Sinne eigentlich genau gleich. Aber inwiefern, man nimmt ja wahr im Rennen, wo man jemanden steht und sieht ja Konkurrentinnen, inwiefern hat das einen Einfluss? Oder du fährst wirklich das Rennen für dich und versuchst das alles, Position und Gegnerinnen versuchst auszublenden? Wenn es mir wirklich gelingt, mich nur auf meinen Plan zu konzentrieren, was eigentlich das Ziel ist, dass ich nur mein Rennen fahre in meiner Bahn mit meinem Boot, dann merke ich gar nicht richtig, was rund um mich herum passiert. Und das ist der Idealfall. Und jetzt muss ich sagen, in der Saison 2017 ist mir das eigentlich wirklich fast in jedem Rennen so gelungen. Und entsprechend gut sind auch die Resultate gewesen. Auch im Wissen, dass du eben eigentlich die stärkste Athletin bist im Feld. Das hilft dir wahrscheinlich auch, oder? Um so etwas durchzuziehen. Ja, was heisst die stärkste Athletin? Oder zumindest also, viel Selbstvertrauen aus der Sieg. Physisch bin ich eigentlich eben nicht die stärkste. Aber ja, das ist das, was mich eben am Ruder auch wieder fasziniert, dass die Physis allein ist nicht unbedingt das der springende Punkt, sondern es ist das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Komponenten, die wir vorher angesprochen haben. Wir kommen richtig Ziel. Du schreibst, dass das Ende naht und die Schlagfrequenz steigt von etwas über 30 auf fast 40 Schläge pro Minute an. Stellen wir das noch brutal vor, wenn man schon Schmerzen hat, leidet, höherer Puls, Atmung und dann muss man noch anziehen. Wie macht man das?
Ja, das ist auch etwas Schwieriges und das ist etwas, was man nur bedingt kann üben kann, weil das ist wirklich eine Situation, ja, da will man sich auch, also im Training will man sich gar nicht unbedingt eben in diese Situation bringen, weil es einfach, es tut so weh. Mhm. Und das ist wie so eine natürliche Schutzfunktion auch vom Körper, wo man einfach sagt, nein, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr, was auch immer, oder respektive eigentlich ist es ja der Kopf, der das sagt. Und in so einem Moment, ja, stellt sich aber die Frage echt gar nicht, wie mache ich das, sondern man macht es einfach. Ja. Und ich meine, eben in der Regel geht es darum, Medaille oder nicht. Also es ist wie so, das, das ist irgendwo durch dann auch in einem Sportler einfach verankert, dass ich will gewinnen und koste es, was es wolle. Und das ist dann so etwas. Also es gibt wie gar kein, wieso mache ich das oder ich mag eigentlich nicht mehr, sondern ich mache es einfach. Und manchmal klappt es besser und manchmal weniger gut, aber es ist wie so ein fast schon ein Reflex, dass man das einfach macht, weil ich weiss, das muss ich jetzt einfach machen. Aus dem, was es wollen, du hast gesagt, wir sind im Ziel und dann schreibst du, im ersten Moment bin ich gelähmt vor Schmerz. Weißt du da gerade sofort, ich bin Erste oder ist das wirklich, bist du dann noch so ein bisschen irgendwie im Delirium drin oder wie ist das? Was nimmst du wahr in dem Moment? Bist du einfach froh, dass du im Ziel bist? Oder? Es ist Linie. Auch sehr unterschiedlich. Im Halbfinale war es beispielsweise sehr knapp gewesen. Also dort sind wirklich Bugspitzen, also innerhalb von vielleicht so viel. Mhm. Dann weißt du es, siehst du es auch gar nicht. Dann kann man es nicht sehen, nein. Und dort habe ich es auch nicht gewusst, beispielsweise. Aber im Finale hatte ich so viel Vorsprung gehabt, dass ich eigentlich schon die letzten 30 Schläge vom Rennen gewusst habe, okay, das kann mir niemand mehr nehmen. Und dann kannst du auch ein bisschen geniessen, oder ist es wirklich noch? Das war dann schon geniessen, ja. Also ein schöner Moment. Ja. Ich komme noch ein anderes Zitat noch zu sprechen von dir, das ich interessant finde, das ich auf Social Media gefunden habe. Du hast geschrieben, auf das Jahr 2017, sehr erfolgreiches Jahr rückblickend. Die Medaillen waren ein Bonus, aber die Leute rundherum das Privileg, meine Träume zu jagen und die tägliche Chance, besser zu werden, sind the real deal. Heißt das im Umkehrschluss auch, wenn es die Medaille nicht gegeben hätte, wärst du heute jetzt genau gleich glücklich? Ja, das heisst, ich habe nämlich am Tag vor dem Finale oder am Abend vor dem Finale habe ich meinem Coach gesagt, bei der Rennbesprechung, egal wie das morgen rauskommt, ich bin so happy und zufrieden mit dieser Saison, obwohl sie komplett anders rausgekommen, als ich gedacht habe, mit der Verletzung, die ich im Frühling hatte. Weil ich einfach auf persönlicher Ebene und aber auch auf sportlicher Ebene, ich habe so viel gelernt. Und ja, ich bin wie als Athletin einen riesigen Schritt vorwärts gekommen, unabhängig von den Resultaten. Die Resultate haben das dann einfach noch, in dem Sinn, es war so ein bisschen das Tüpfchen auf dem Ei gewesen, und haben wie widerspiegelt, dass ich eben den Schritt gemacht habe zu einer reiferen Athletin. Aber im Endeffekt, auch als ich mir rückblickend überlegt habe, was ist das Schönste gewesen an diesem Jahr, waren es eigentlich nicht die Medaillen gewesen, sondern die Erlebnisse und die Menschen, die ich damit arbeiten konnte und was ich lernen konnte. Und das ist für mich wirklich ein grösseres Privileg als jede Goldmedaille. Dann kommen wir noch zum letzten Satz auf deiner Homepage, der lautet: Das Fernziel ist klar, eine Medaille an den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Wir sind jetzt anfangs 2018. Wie lange ist das Tokio schon im Hinterkopf oder in der Planung drin? Wie sieht das aktuell aus? Schon vor Rio. ich habe bewusst vor den Olympischen Spielen in Rio 2016 für mich die Entscheidung getroffen, wie geht es nach Rio für mich weiter. Und weil ich es unabhängig vom Outcome, also unabhängig vom Resultat in Rio machen. Und dann war für mich klar, ja, Tokio 2020. Und eben, ich war in Rio dabei, es war super. Ich habe auch dort einen besseren Rang erreicht, als ich gedacht hätte. Aber ich, ja, jetzt beim zweiten Mal gehe ich nicht dorthin, um zu sagen, ja, es war schön, dabei zu sein, sondern mit einem grösseren Ziel. Und von dem her ist es wirklich, ja, seit dem ab Mai, Juni 2016 ist das in meiner Planung und mit jedem Tag wird es realer. Wir verfolgen gespannt, wie sich das entwickelt mit dir und dann natürlich auch hinsichtlich Tokio. Janin, vielen Dank, dass du da warst und hast uns die Sportart ein bisschen näher gebracht. Danke für den Besuch. Danke vielmals. Das wäre es schon wieder vom One-on-One. Ich bedanke mich vielmals fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. One.